Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Projekt, wie ihr es sehen könnt. Anno 1800. Jawohl. Ist heute oben Beta vor Wochenende, vorbestellt bei Ubisoft ist es auch schon. Und natürlich wird es davon ein Let's Play geben. Wir wollen uns mal heute die Kampagne anschauen. Ja, mal gucken, was da so drin ist erstmal. Natürlich kommt die dann auch im Let's Play. Habt ihr oben hier. Anno 1800 Open Beta. Das ist dieses Wochenende. Kann sich jeder zu Gemüte führen. So, wir gucken uns aber mal so der Anfang von der Kampagne an. Würde sagen, wir machen erstmal normal. Und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ah, die Bilder sind so geil, oder? Also ich finde die echt klasse. Seit dem Tag, an dem du mein Leben gerettet hast, dachte ich, ich kenne dich. Doch jetzt. All die Briefe deines Vaters blieben ungeöffnet. Aber ein paar Zeilen deiner Schwester ändern alles? Ich wusste nicht einmal, dass du eine Schwester hast. Wir sind pleite, altes Haus. Wir können uns die Überfahrt in die alte Welt nicht leisten. Es sei denn, du erinnerst dich wieder daran, was Arbeit bedeutet. Dynamitfischen? Ernsthaft? Nun ja, der Siedlung im Norden fehlt es eigentlich immer an Nahrung. Weißt du noch, damals, als wir aus den Gruben geflohen sind? Da ist noch etwas Dynamit übrig. Da hast du es, aber sei ja vorsichtig. Echt, wo denn? Man muss sich der Vergangenheit stellen, um eine Zukunft zu haben. Keine Sorge. Nur wegen einer langen, beschwerlichen Seereise werde ich mich doch nicht von meinem Treueschwur lossagen. Die schlafen nur. Es gibt massenhaft Fisch in dieser Bucht. Du erkennst eine gute Gelegenheit. Es ist nicht der Sprengstoff, an dem es den Leuten hier mangelt. Okay. An den verbrannten Geruch muss ich mich noch gewöhnen. Ein Haufen verkohlter Fisch, frisch auf den Tisch. Was zur Chimichurri war das für ein Knall? Wenn du mir noch nicht einmal verrätst, dass du eine Schwester hast, was verschweigst du mir sonst noch alles? Nichts. Bei dem ersten Knall war mir schon klar, dass ihr es seid. Zeigt her, was ihr dieses Mal dabei habt. Ach, dieser verbrannte Gestank. Gib her, was auch immer das ist. Und ich helfe dir, es loszuwerden. Da. Hier sind die Fahrkarten. Beeilung, das Schiff fährt bald ab. Und niemand will, dass ihr es verpasst. Das war's. Wir lassen das Paradies zurück. Du hast nie viel über deine Familie gesprochen. Aber das hier ist dir todernst, oder? Nun... Ich habe geschworen, dich zu beschützen, und ich breche niemals einen Schwur. Selbst wenn ein Blinder sehen kann, dass du gerade kopfüber in einen Misthaufen hechtest. Ich habe nie irgendetwas von dir verlangt. Nicht, als du dich heimlich davongemacht hast.
um die Bürde der Vater ist des Hochverrats angeklagt. Kannst du das glauben? Verhaftet. Und der königlichen Ritterwürde beraubt. Wirst du uns beistehen? Ich bin jetzt, da Vater eingekerkert ist. Es wird ihn umbringen. Bitte komm nach Hause. Wir brauchen dich. Bist du es wirklich? Ich hatte nicht gewagt, auf deine Rückkehr zu hoffen. Erinnerst du dich an Bright Sands? Natürlich tust du das. Wir liebten es hier. Doch die Zeiten ändern sich. Der königliche Rat unterstützt jetzt Onkel Edward. Vater ist tot und er reißt alles an sich. All diese Häuser. Du hast vergessen zu erwähnen, wie wohlhabend du bist. Warum zur Hölle verkaufen wir Fisch und schlafen in Scheunen? Hast du deinem Freund nie von Good and Sons erzählt? Es gäbe viel zu sagen. Aber jetzt beginnt Vaters Beisetzung. Wo habt ihr Gören euch herumgetrieben? Lasst uns diese bedauerliche Pflicht hinter uns bringen. Scheint, als hätte der Tod den falschen Bruder ereilt. Egal, wie wenige gekommen sind, es sind die, die er am meisten liebte. Niemand mag Verräter oder ihren verkommenen Nachwuchs. Macht euch besser aus dem Staub. Das sollten wir. Vorerst. Ich habe mit meinen letzten Ersparnissen ein Eiland erworben und die Überfahrt für Vaters letzte Getreue bezahlt. Gemeinsam werden wir seinen Namen reinwaschen. Oder bei dem Versuch sterben. Deine Schwester erinnert mich an dich. Das heißt dann wohl, dass uns neue Abenteuer erwarten, was? Da sind wir. Ditchwater. Das Ende der Welt. Ich hoffe, Sie mögen es ruhig. Unsere Insel, Kapitel 1. Eine Geschichte zweier Brüder. Was, du bist immer noch hier? Versuchst du mir Konkurrenz zu machen auf diesem verwaisten Island? Lass Onkel Edward ruhig spotten. Ja, die Insel ist heruntergekommen. Wenn du Vaters geschärften Blick hast, siehst du auch, was hier alles möglich wäre. Wir müssen ein Zuhause schaffen für all die treuen Seelen, die noch zu uns stehen. Wir brauchen jede helfende Hand, wenn wir all den Schutt hier abtragen wollen. Gut, wir brauchen Marktplatz, 10 Bauernhäuser und ja. Gut, ja, von der Übersetzung her ist es eigentlich schon richtig gut geworden. Meine persönliche Meinung, ja, also. Okay. Ich möchte auch noch nicht so viel. Wie gesagt, es werden jetzt nur ein paar. Mal gucken uns mal die Kampagne an und dann sehen wir weiter. Gut, ich würde gerne den Marktplatz. Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht.
Bleibst du aus reiner Boshaftigkeit? Oder ist das ein verzweifelter Versuch, mir Konkurrenz zu machen? Da du so gerne verantwortlich wirken willst, wirst du mit Freuden hören, dass die Kosten dieser verschwenderischen Trauerfeier dir allein zufallen. Ja. Dieser geizige, herzlose Bastard. Er hätte Vater am liebsten irgendwo im Wald verscharrt. Bretter, sehr gut. Ich werde versuchen, nicht an den Sarg zu denken. So, da haben wir da erstmal. Okay, geht gut voran. Was für üble Verleumdungen Edward auf Bright Sands drucken lässt. Was? Sie sind Samuels Erbe, oder? Gott sei Dank. Glauben Sie mir, ich bereue jedes einzelne Wort, das ich für Ihren Onkel drucken ließ. Also der möchte anscheinend, dass man ihn richtig reinwirkt. Edward der Retter. Edward der Retter? Herr Edward Good spricht von einer goldenen neuen Ära für Good and Sons, wobei er tapfer die Bürde trägt, gespeichert, die sein verräterischer Bruder von einer Tür, was vor seiner Tür abgeladen hat. Was? Meint er doch bestimmt uns, oder? Du kriegst richtig ein. Verräter stirbt mysteriös in Haft. Also mysteriös, also denke ich mal, wurde er vergiftet oder irgendwas? Berichten zufolge konnte Samuel gut die Demütigung seines Prozesses nicht ertragen. Nur wenige wohnten seiner Beerdigung bei. Jedoch mehr als dieser Judas jeder verdient hat. Wow. Affäre um Inselverkauf. Das Empire ist erschüttert wegen den Verkaufs der strategisch wichtigen Insel. Vater hätte nicht gewollt, dass wir hier herumsitzen, während sich unser einziger Hoffnungsschimmer in einem solchen Zustand befindet. Hannah, bleib locker. Wir kriegen Lass das auf jeden Fall hin. Lass uns alle Bewohner versammeln und sie bitten, diese Siedlung wieder instand zu setzen. Mach mal geschweinig. Ich lese gerade Zeitung. Danach können wir uns darum kümmern. das Empire hat... ist erschüttert wegen dem Verkaufs der strategischen Insel Prosperity. Samuel Good beschert der jungen Königin aufgrund eines Akts des Hochverrates die erste handfeste Krise. Ist das ernst hier? Oder was? Das ist unser Onkel. Er verdreht einfach alles zu seinen Gunsten. Auf Kosten von Vater und uns. Ist das echt sein Ernst? Es lindert den Schmerz, je mehr Menschen um einen sind, nicht wahr? Es war ein langer, harter Tag. Wir müssen uns um all die hungrigen Leute hier kümmern. Ja. Ich bin schon dran. Uns gehen die Bretter aus. Doch es lagern noch welche in den Ruinen hier. Am besten, du siehst dort mal nach. Jawohl. Ach, schade. Ich hoffe, dass es hier wenigstens hinpasst. Weil hier ist so grün. Oh.
Ja, das ist es. Ein edler Hafen. Oh, Leute. Schade, dass hier unten nichts sind. Aber. So, wollen wir mal gucken. Ja, ich habe auch, also es kam mir auch länger nichts jetzt, weil ich habe ein bisschen umgebaut bei mir zu Hause. Ja, und das hat alles ein bisschen Zeit in Anspruch genommen. Nebenbei noch arbeiten und alles, ja. Aber, ja, jetzt kommt wieder ein bisschen was Neues und, Sie haben ein neues Zwischenziel erreicht. Ja, naja. Neuer Start. Dorf. Wir sind ein Dorf. Das sind genug Hände, um auch die größeren Ruinen abzutragen. Lass uns diesem Ort ein wenig Leben einhauchen. Jawohl. Alles, was du bisher errichtet hast, war aus Holz. Wir brauchen mehr davon, um weiterzumachen. Müssen wir ein Lagerhaus bauen? Ja, kriegen wir auf jeden Fall hin. Aber wo bauen wir das? Ich wäre mehr für hier. Ist das 5x5? Spielstand gespeichert. Das ist jetzt sehr ärgerlich. Aber kriegen wir da auf jeden Fall hin. Ich hätte es nicht für möglich gehalten. Jawohl. Ja, das kriegen wir hin, Hanna. Mach dir erstmal keine Gedanken. Wir werden den Onkel mal richtig zeigen, wo der Frosch die Locken hat. Ja, aber da kann ich hier dann die Stadt weiter aufbauen. Wir gehen erstmal richtig knallhart in die Holzproduktion. Das hätte ich aber gerne nochmal ein bisschen umgeplant. Warte mal. Ich muss aktuell so ein bisschen am Mikro vorbeigucken auf die Tastatur. Wir kümmern uns hier um alles. Pflanzenfortschritt, okay. Jawohl, ihr kümmert euch um alles, ich kümmere mich um euch. Rein theoretisch müsste doch hier eine Reihe. Die Häuser hier hinpassen. Achso, hier würde dann eine Reihe frei bleiben, oder? Genau, also, genau. Ja, 100%. So. Ja, unser Onkel ist nicht froh, uns zu sehen. Ja.
Dann bauen wir noch mal kurz eine Feuerwehr hin. Uns fehlen Waren. Ja, jetzt komm. Jetzt erzähl nicht. Uns fehlen Waren. Jetzt reicht's aber. Ja, das sieht doch nach einer annehmbaren kleinen Dorf aus. Am Markviertel können wir jetzt mittlerweile auch abreisen. Wunderbar. Oh, stinkt doch nicht nach alter Käse. Was ist denn los mit euch? Spielstand gespeichert. Okay, also die brauchen Klamotten. Klamotten können wir auf jeden Fall. Es war ein langer, harter Tag. Die Leute müssen sich ausruhen. Und vielleicht ein wenig ihre Kehlen befeuchten. Mhm. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. In der Straße gehen wir mal hier runter. Und da passt das nämlich dahin. Und jetzt, pass mal auf, jetzt kommt's. Ah. So, da ist es. Ich weiß jetzt nicht, ob das nochmal geändert wurde seit der Close Beta. Hatte ich ja auch 3 Aufnahmen gemacht. Da ging tatsächlich nur das freie Spiel, aber hatte ich wirklich 3 Aufnahmen gemacht. Wollte ich eigentlich weiterspielen. Bin aber leider wirklich nicht dazu gekommen. Ja. Aber wir machen jetzt hier auf jeden Fall. Was habe ich denn nur mit den Aber in letzter Zeit? Ich weiß auch nicht. Wie groß ist denn die Schnapsbrennerei? Nicht die. Camp befeuchten mäßig. Würde dahin passen. Da könnten wir. Da decke ich die ganze Stadt ab. Mama, dürfen wir auf dem Acker spielen? Klar. Könnte gleich noch arbeiten und dann ist es auf jeden Fall perfekt. Wenn wir hier fertig sind, können wir Hasen jagen. Wunderbar. So, Schnapsversorgung für eine Minute. 70% Schnapsversorgung.
Hier hinten war mal eine Mine, oder? Hier. Es wird bestimmt auch noch interessant hier hinten. Wenn hier hinten eine Mine ist. Verlassene Kapelle hier hinten. Okay. Verlassenes Rathaus. Aber hier haben wir Ölquellen, also wir haben hier Öl, wir haben hier Eisen vorkommen, wir haben nochmal Eisen vorkommen, wir haben Stein vorkommen. Eisen und Stein. Hier haben wir Lehm. Zink. Eine schöne Quecksilber, also Quecksilber wäre halt gut. Zement? Zementvorkommen? Okay. Kupfervorkommen? Spielstand gespeichert. Ja. Was mir jetzt gerade so auffällt, wir haben gar kein Kohlevorkommen. Oder das wird vielleicht die Kohlemine sein? Oder man muss dann hier später hier dieses abtragen. Ja, also hier diesen Stein so abtragen und dann hier so, dass man hier das erschließen kann. Da müsste ich aber rein theoretisch Kohle erstmal importieren, weil wir haben es nicht auf der Insel. Oder von einer anderen Insel holen. So, dann würde ich mal sagen, meine lieben guten Freunde, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's erstmal gut. Ciao, ciao.